Servus zusammen, recht herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge LS22. Langsam aber sicher werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass es auch mal 25 heißt. Lange ist es nicht mehr hin. Und da steht unser Lintrak wieder mal im Scheinwerferlicht des Leuchtturms. 17.20 Uhr, der Tag ist fast rum, aber wir haben noch ein kleines bisschen was zu tun. Und zwar müssen wir dieses Feld hier noch düngen. Warum? Weil es bereits angesät ist. Freunde, wir hatten ja wieder mal unser Late Night Farming und da haben wir wieder mal sehr, sehr viel gemacht hier auf dem Hof und haben auch mal wieder festgestellt, dass auch wieder mal ein bisschen hier das System abgestürzt ist. Aber dazu später mehr. Jetzt gibt es natürlich wieder die kleine Zusammenfassung, was ist alles passiert. Natürlich hier während unseres Livestreams. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch hier ein kleines bisschen weiter gearbeitet und das werde ich jetzt für euch mal kurz wie immer gewohnt zusammenfassen. Dazu gehen wir auf jeden Fall erstmal wieder in die Luft. Ups, nein. Hier müssen wir rein, eins zu schnell. Und zwar haben wir Folgendes gemacht. Wir haben das Maisfeld gekauft und wir haben es abgeerntet. Das Maisfeld ist abgeerntet und zwischenzeitlich auch schon wieder angesät. Hier habe ich das Zuckerrübenfeld. Da haben wir uns einen Vollernter gemietet, haben es abgearbeitet und die Zuckerrüben abgeerntet. Und da habe ich jetzt mittlerweile ein Grasfeld als Zwischenfrucht drauf. Und warum das alles? Weil wir mittlerweile auch den Schweinehof gekauft haben. Ihr seht es, beziehungsweise den Schweinestall, weil die Trigger sind jetzt zu sehen und die Schweinchen laufen. Und auch eine Mistplatte habe ich platziert und die funktioniert. Diese funktioniert hier bei den Schweinen. Mistplatte hier geht also. Die ersten Schweinchen haben wir, das erste Material haben wir eingeworfen. Deswegen habe ich ja die Felder gekauft, abgeerntet, damit wir Mais und Zuckerrüben für unsere Tiere haben. Getreide hatten wir noch und noch ein kleines bisschen Raps, was ich gekauft habe. So, auch auf dem Feld hier, wo die Sorghumhirse abgeerntet wurde, habe ich mittlerweile Gras drauf gemacht, damit wir dann im nächsten Monat, müsste unser Soja reif sein, dann können wir hier das Soja abarbeiten bzw. ernten und dann machen wir hier vermutlich nochmal Gras drauf. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sich das lohnt, denn wir planen dann für nächstes Jahr dieses gesamte Feld für Mais zu nehmen, damit unsere Schweinchen auch was zu futtern haben. So, wenn ich jetzt richtig weiß, habe ich hier Gerste drauf, da drüben haben wir Weizen drauf. Dann haben wir auf unserem schmalen Feld hier drüben, was ja auch schon anwächst, Raps drauf. Und dann werden wir mal gucken, ob wir nächsten Monat bzw. im nächsten Jahr hier, wenn das Grasfeld abgeerntet ist, dann auch entsprechend noch Soja drauf packen. So, und jetzt kommen wir zum ganz, ganz großen Thema der Wirtschaftlichkeit. Freunde, wir gehen mal ganz kurz rein, denn das Ganze hat uns natürlich auch ein bisschen Geld gekostet. 400.000 sind wir im Miese und unser Kontostand reicht gerade auch noch, um die Arbeiten für dieses Jahr zu beenden. Also, Leute, wir müssen unbedingt Geld machen und Geld will ich natürlich A, mit der Silage machen, B, gehen wir natürlich in den großen Verkauf unserer Textilware und Bäckereierzeugnisse. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass das dann jetzt alles wunderbar funktioniert und dass wir dann dadurch natürlich über den Jahreswechsel auch die entsprechenden Einnahmen generieren können, um hier auf dieser wunderschönen Map vom Kalle natürlich auch irgendwann mal profitabel zu sein, um vorwärts zu kommen. Die BGA wirft hier gerade so viel ab, damit wir praktisch die gemieteten Geräte bezahlen können. Aber ansonsten ist es jetzt nicht gerade der Gewinnbringer, so wie auch alle anderen Produktionen hier auf dieser Map natürlich, ich sage mal, eher gemütlich vor sich hinarbeiten und man hier jetzt nicht die großen Gelder macht. Jo, so kommen wir noch zu einem weiteren Thema und zwar natürlich der Absturz. Also ist es wirklich so, dass uns während dem Stream wieder mal einmal hier die Map abgestürzt ist und auch während ich hier noch ein bisschen vorgearbeitet habe, weil ich hätte ja
beinahe vergessen, dass wir die Felder hier noch ansäen müssen, denn sonst kriegen wir ja gar kein Getreide hin vernünftig. Und dabei ist mir dann schon wieder einmal abgestürzt. Und natürlich habe ich das jetzt auch von anderen gehört. Ihr habt das in die Kommentare geschrieben. Vielen, vielen lieben Dank. Also der Punkt ist natürlich der, mein großer Tipp ist auf jeden Fall, die Speicherintervalle zu aktivieren und vor allen Dingen auch zu reduzieren, damit ihr da zügig auch Speicher bekommt. Also Speicherpunkte, jedenfalls auf der Konsole ist das ja ein ganz großes Thema, weil wir ja nur einen Speicherpunkt haben. Und das zweite ist natürlich die Sache mit den Mods. Es muss ein Mod sein, denn ich kann mir nicht denken oder ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt an der Map als solches liegt. Es gibt zwar auch ein Update hier von der Deichhof, aber das hat ja eher mit anderen Dingen zu tun, mit Sicherheit nicht mit den Abstürzen. Also schaut eure Modliste durch und prüft, was ihr wirklich auf dieser Map braucht. Es bietet sich eigentlich auch immer der umgekehrte Weg an. Das habe ich jetzt hier auch wieder mal ein kleines bisschen vielleicht falsch gemacht. Erstmal alle Mods zu aktivieren und dann hier zu spielen. Nee, besser nicht. Immer am besten erstmal die wichtigsten Mod, von denen man auch weiß, dass sie einwandfrei funktionieren, aktivieren und anschließend dann halt jeden Mod, den man dann noch zusätzlich braucht oder möchte, für sich zu aktivieren, um dann auch so ein bisschen eine Übersicht zu haben, was habe ich alles aktiv hier auf der Map am Laufen, sodass ich dann auch wieder sukzessive den Schritt rückwärts gehen kann. Weil der Punkt ist natürlich der, wenn ihr erstmal die Mods dann hier drauf habt, habt euch hier was Schönes gebaut und dann stellt man eben fest, dass das Ganze vielleicht daran liegt, dann ist es immer ein bisschen ärgerlich, unabhängig davon, dass diese Abstürze ja auch sehr, sehr in unregelmäßigen Abständen kommen und eigentlich kaum nachvollziehbar, was genau gemacht wurde. Und das macht es natürlich dann auch schwierig, hier herauszufinden, an was, in welchem Mod liegt es nun wirklich, dass es hier Probleme gibt. Letztendlich sollte man immer prüfen, hat man irgendwelche Mods drauf, die irgendwie, ich sage mal, außergewöhnlich sind, die exorbitante Aufnahmemengen, Geschwindigkeiten oder sonst was, alles was vielleicht eben nicht ganz, ja, ich sage mal, der Realität entspricht, die halt irgendwelche besonderen Features erzeugen. Diese Mods, die sollte man sich immer als allererstes ansehen. Zum Beispiel auch so ein Mod, den wir ja auch schon mal benutzt hatten auf der Galgenberg, der Pöttinger, der Pöttinger Wickler mit dem Bunker, den man ja wunderschön dann zum Beispiel direkt an den Häcksler anhängen kann. Und dann haut er das in den Bunker und der Pöttinger Wickler macht dann die Silageballen. Und da hatten wir auch schon mal den Fall, dass es eben dann zum Absturz auf der Galgenberg kam, was wir ja lange, lange, lange Zeit nie hatten bei über 200 Spielstunden. Und das lag definitiv an diesem Wickler. Also überprüft euch zum Beispiel, ob ihr dieses Spezialgerät drin habt oder halt eben irgendwelche Fahrzeuge oder Mods, die ihr erst kürzlich gekauft bzw. installiert habt. Jo, also das ist mein Tipp hier, wenn ihr Probleme habt mit der Deichhof und es zu Abstürzen kommt, auf jeden Fall Speicherintervalle aktivieren, denn ich spiele normalerweise immer ohne, damit ich auf jeden Fall, wenn irgendwas schief geht, wieder zurück kann. Denn ich habe jetzt auch hier schon wieder zwei, dreimal den Fall gehabt, ein bisschen was gemacht, gebastelt und dann hat es mir nicht so gefallen. Ich gehe natürlich ins Menü, bums, gespeichert und dann ist das Thema für mich durch, denn ich habe eben nur diesen einen Speicherpunkt hier auf der Konsole. So, und natürlich der zweite Punkt, prüft eure Modliste. Schmeißt alles aus, was ihr nicht unbedingt braucht und schmeißt alles raus, was eigentlich ja nicht so realitätsnah ist. Wunderschönes Licht hier von unserem Leuchtturm. 17.28 Uhr, es herbstelt im Oktober und wir sind jetzt soweit fertig. Der Lindtrack wird jetzt geputzt, in die Garage gestellt. Und dann werden wir mal in den nächsten Monat springen, in den November. Und dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwas machen können. Ja, natürlich müssen wir noch was machen. Wir müssen ja noch das Sojabohnenfeld ernten. Ja, da freue ich mich drauf. Und vor allen Dingen freuen sich da die Schweinchen drauf. Apropos Schweinchen. Also wir haben jetzt noch keine zusätzlichen gekauft. Wir haben tatsächlich jetzt erstmal nur die 8 Stück, die da auch wirklich beim Start dabei sind, als wir den Hof übernommen haben. Aber ich will da auch sicher gehen, jetzt erstmal die nächsten Monate, dass die mir nicht die Haare vom Kopf fressen. Denn die sind ja wirklich sehr, sehr, ja, ich sage mal,
Das Gegenteil von genügsam. So ist es vielleicht richtig ausgedrückt. Und deswegen müssen wir da etwas vorsichtig sein, denn das Hauptfutter Mais haben wir nicht. Also wir haben noch ein bisschen was im Silo, aber so ertragreich war natürlich das Feld nicht, da ja nur 60% oder 65% runterkamen. Also das heißt, da müssen wir erstmal ein kleines bisschen Vorsicht walten lassen. So, der ist sauber, nachdem er mir ja nachsagt, ich würde das Material immer dreckig reinstellen. Naja, gebe ich zu, trifft auf das ein oder andere zu. Aber den Drescher, den habe ich auf jeden Fall gewaschen und gewartet. Der wäre dann bereit für den nächsten Einsatz. Und wir haben ja auch festgestellt, ja, wenn der nicht läuft, dann kostet er uns zwar 3.500 in der Miete, also sozusagen Standmiete. Aber auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, einen Drescher kaufen mit allem drum und dran kostet uns halt 350.000. Und so ist es dann doch etwas günstiger, zumindest mal am Anfang. Denn diese Großgeräte, die ja praktisch nur 2-3 Monate im Einsatz sind, ja, da müssen wir noch ein bisschen gucken, wie wir da an Geld kommen. So, wir werden uns nochmal einen kurzen Überblick verschaffen. Sodele, den lassen wir erstmal hier stehen. Wir haben also hier einiges an Ballen reingepackt. Das sind jetzt 20 Stück. Die werden wir dann hoffentlich auch verkaufen können. Gewinnträchtig natürlich. Wir haben soweit unsere Produktionen aufgefüllt. So, ja, das, was halt immer ein bisschen fehlt, ist der Salat. Aber es ist auch genügend Mehl da. Milch kommt jetzt nach. Das habe ich verkauft. Ich habe einiges jetzt so zwischenzeitlich auch und verkauft. Habe ich eigentlich auch die Eier nochmal verkauft? Nee, die Eier habe ich nicht verkauft, aber um auf jeden Fall noch ein bisschen auf Geld zu kommen, denn ich wollte definitiv die 400.000 nicht weiter überschreiten und unser Ziel muss es einfach sein, bis zum Ende des nächsten Jahres wieder auf Null zu kommen. Aber ich denke, das sollte uns gelingen, wenn wir das Textilmaterial verkaufen. Okay, Freunde, wir gehen jetzt erstmal in den nächsten Monat. Ja, ich denke, 8 Uhr wird reichen. Und dann gehen wir auf jeden Fall aufs Feld zur Ernte. Oha, regnet's? Okay. Kreditzinsen 1.300, Mietzinsen 3.500. Wir schauen mal ganz kurz, und da speichert er wieder. Wir schauen mal ganz kurz in die Finanzen. So. Oh, wir haben tatsächlich ein bisschen was verdient. Die BGR hat was abgeworfen. Ah, immerhin 20.000 im letzten Jahr. Und dieses Jahr sind wir schon bei 6.300. Okay, wir haben jetzt 18.000. Wir können ein bisschen agieren. Dann haben wir Wasser 89. Ja, das ist für die Tierchen. Dann haben wir Produktionskosten 81. Ah ja, und die anderen, die Preise oder Dingens, Betriebskosten. Wo haben wir es denn? So, Lohnzahlung, Sonstiges. Wo haben wir Mietkostenfahrzeuge? Ja klar, natürlich 34.000. Das war, weil wir natürlich den Drescher auch im Einsatz hatten. Und uns natürlich den Zuckerrüben-Vollernter gekauft haben. Aber 3.500 würde uns im Moment der Drescher kosten, den wir haben. So, dann schauen wir mal ganz kurz, wie immer, keine Objekte im Gebrauchtmaschinenmarkt. So, wir haben den Drescher und das Schneidwerk gemietet und das beides kostet uns zusammen also 3.500 pro Jahr. Damit können wir, glaube ich, ganz, ganz gut leben. So, also wie gesagt, hier keine Gebrauchtmaschinen, das ist soweit durch. Dann gucken wir wie immer mal rein. Wie geht's den Tierchen? Wir fangen bei den Hühnern an. Nee, hier sind die Schweinchen. Okay, die sind jetzt bei 100% und wir sehen, okay, ja, es geht nur ganz, ganz langsam runter. Das ist gut, das ist gut. Also da können wir eventuell doch noch das eine oder andere Tierchen nachkaufen. Basisfutter 16.000 ist der Mais. Da schauen wir dann später auch noch ins Silo. So, hier ist okay, hier ist okay. Ja, hier ist auch soweit okay. Da müssen wir uns halt nur nochmal ein bisschen Futter einwerfen. Oh, da ist Nachwuchs gekommen. Ist hier auch Nachwuchs gekommen? Ja, hier ist auch Nachwuchs gekommen. Sehr schön. Aber da müssen wir dann ein bisschen aufpassen und eventuell noch Gras machen. Wolle 3.950. Ja, da können wir auf jeden Fall auch Wolle noch rüberbringen, damit wir in die Produktion gehen. Denn Textil ist ja, glaube ich, im Februar, März, April. So, was haben wir im Silo? Im Silo haben wir noch 14.000 Gerste, 16.000 Mais.
Zuckerrüben, denke ich, haben wir jetzt für lange, lange Zeit. Die können wir eventuell dann auch verarbeiten zu Zuckerrübenschnitzel und in die BGA werfen. Ich sage mal so als absoluter Notgroschen. So, Milch ist da, Heustroh ist genügend da. Hervorragend. Also, Freunde, dann schauen wir nochmal auf die Karte. Denn die sollte jetzt eigentlich anzeigen, bei erntereif, dass hier dieses Feld jetzt erntereif ist. Das heißt, da können wir los, da können wir raus und können noch ein bisschen ernten. Auf geht's, mein Freund. Ja, da steht er doch, blitzblank. Schön, schön, schön sauber gemacht. Hervorragend. Schneidwerk an, Motor an, Rundumkennleuchte an, Scheinwerfer an, denn es ist dunkel. Und wir marschieren. Wir müssen hinten aufpassen, dass wir mit dem Rohr nicht hängen bleiben. Ja, das passt. Ah, ich freue mich schon auf den LS25. Ich glaube, da wird das alles mit der Beleuchtung noch schöner. Also das, was ich bisher jetzt auch gesehen habe, von der Stimmung, von den Farben, vom Licht. Also das wird spannend. Genügend Ballen sind da, hervorragend. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal wieder rüber zu fahren. Auch hier ist ein bisschen was. So, dann fangen wir mal an. Aufklappen, aufklappen. Wir können jetzt, wenn wir am Ding sind, erstmal ausmachen. Dann fahren wir als allererstes mal das Vorgewende. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich das Cressoni mag? Ich mag es einfach. Maschinen an, los geht's. Ab in den Acker. Ja, und die Sojabohnen werden wir natürlich dann auch gleich einwerfen. Da kommen wir dann mit dem kleinen Hänger, weil der Strautmann passt natürlich deutlich besser zu unserem Schweinestall. So, dann schauen wir mal, wie weit die Wiese ist, wann wir die ernten können, beziehungsweise mähen. Dann können wir nämlich noch die Silageballen machen, definitiv. Denn ich denke, Heu haben wir soweit genug. So, ab die Post. Da lassen wir mal den Helfer arbeiten und auf den Helfer freue ich mich auch schon sehr. Ja, das sieht ja gut aus. Ja, das müsste doch schon erntereif sein und zwar zweite Wachstumsstufe, oder? Das müsste doch erntereif sein. Da können wir auf jeden Fall im November noch einen Grasschnitt machen. Hervorragend. So, dann gucken wir mal da, wie es da aussieht. Da haben wir ja diese Ecke. Die haben wir ja am Anfang unseres Streams gemäht. Auch die wäre erntereif. Weil jetzt muss ich mal schauen, kurz in den Kalender. Aber ich bin mir sicher, dass das jetzt der letzte Monat ist für Gras. Ah nee, Gras können wir das ganze Jahr im Prinzip ernten, aber der Saatzeitpunkt ist nur jetzt im November. Okay, also wenn wir da nochmal was machen wollten, müssten wir da raus, aber ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt. Können wir im Dezember, aber wir müssen ja auch die Silage noch produzieren, also die muss ja auch noch gären und Silage verkauft sich am besten. Dann machen wir eben Silageballen, weil damit wir die dann am besten auch transportieren können im Januar. Das heißt, wenn wir jetzt im November, dann kriegen wir im Januar den besten Preis. 365, 351, der Preis wäre jetzt schon nicht schlecht. Also denke ich, werden wir auf jeden Fall mähen, die Flächen, die wir mähen können. Hier können wir noch nicht mähen, das warten wir dann auf das nächste Jahr ab und wir springen zu unserem Lindtrack. Ja, der muss getankt werden, der muss gewartet werden. Das müssen wir auch noch machen. Ich sehe es, ich sehe es. So. Und dann holen wir hier nämlich unseren Straut. Ach, da ist noch Silage drin. Die kippen wir noch schnell ab. Jetzt. Und dann fahren wir mal rüber zum Feld. Und ich wollte eigentlich jetzt noch irgendwas machen. Außer natürlich Wartung und Tanken.
Oh ja, da müssen wir auch wieder aufräumen. Da steht auch wieder Material. Also da steht auf jeden Fall im Januar, Februar das ganz, ganz große Verkaufen an. Da müssen wir dann richtig Geld machen und vor allen Dingen unsere Kreditzinsen zurück, beziehungsweise Kreditraten zurückzahlen. So, dann fahren wir mal hier rum. Er ist jetzt schon am Wenden. Sehr schön. So, wie viel hat er denn? 28. Genau, jetzt weiß ich auch wieder, was ich machen wollte. Nämlich mal kurz in unsere Bodenbewertungen schauen. 10%. Die konnten wir auch ein kleines bisschen steigern hier. Bei dem Feld sind wir jetzt bei 100%. Hervorragend. 98. Hier müssten wir halt mal Bodenbearbeitung machen. Eventuell müssen wir hier mal den Boden einfach grubbern. 96. Und das sind ja die beiden neuen Felder. Da kommt noch natürlich noch nichts rüber, weil wir da noch nicht geerntet haben. Aber in Summe haben wir 10%. Das wird uns natürlich helfen, wenn wir in den Verkauf gehen. Sehr schön. So, also dann haben wir hier den Klaas. Den wollte ich haben. Wir räumen mal ein kleines bisschen auf. Beziehungsweise wir gucken mal, denn es müsste doch mit Sicherheit schon wieder genau. So. Das verschwindet. Salat. Wir brauchen vor allen Dingen den Salat. So. Dann schauen wir mal schnell in die Produktionen. Okay. Ah, okay, Mist ist natürlich alle, ist klar. Hier hatten wir noch Salat. Der ist also noch fleißig am Produzieren. Sehr schön. Silage, ja, funktioniert auch noch. Da müssen wir erstmal nichts machen. Wasser haben wir noch genügend. Hier brauchen wir auch nichts machen. Hervorragend. Da haben wir auch 118.000 Liter Heu drin. Also das heißt, Heu haben wir jede Menge. Wir können also alles Gras zu Silage verarbeiten. Und hier haben wir auch genügend Wasser. Hervorragend. Das sieht doch gut aus. Auf dem wunderschönen Deichhof. Dann holen wir diesen Salat auch noch und ich glaube, wir kommen jetzt langsam so ein bisschen in diese Balance rein, dass wir auf jeden Fall Tomaten und Salat in ausreichender Menge haben, damit unsere Sandwich-Produktion auch wirklich immer schön am Laufen ist. So, haben wir auch Miste. Hervorragend. Und auch hier den Salat rein in die Produktion. Es wird wieder gespeichert. Das freut mich natürlich. Ja, das können wir übrigens auch mal machen. Ganz kurz mal schauen, ob irgendwelche interessanten Aufträge sind. So, Milch, Tomaten, Salat. Okay. So, 05. Das passt soweit. Haben wir Aufträge? Wir haben Ernteaufträge, aber das sind natürlich uninteressante Ernteaufträge beim besten Willen. Natürlich könnten wir das hier alles machen, aber da brauche ich ja, oje, das wäre was für einen Stream, habe ich so einen Eindruck, das wäre was für einen Stream. Da würde natürlich ordentlich Geld reinkommen, aber das könnten wir uns überlegen. Feld Nummer 17. Wo ist Feld Nummer 17? Wo ist Bele? Ach, das ist dieses Feld hier. Naja gut, könnten wir uns überlegen, wenn wir ein bisschen Zeit haben, vielleicht im Off, dass ich das mache, damit auf jeden Fall Geld reinkommt. So, hier machen wir mal den Motor aus. 54. Ich überlege gerade. Den könnten wir eigentlich abtanken. Huch, ja, das war zu viel. Sehr schön, dann hier wieder zusammenklappen.
Und natürlich ist jetzt ein bisschen das Ziel, jetzt wo wir auch den Schweinestall haben, dass wir da ja diese Feldfrüchte, die wir hier von den Feldern runterholen, also sprich Mais, Getreide und Soja, dass wir das natürlich im Wesentlichen für unsere Schweine brauchen, damit wir die füttern können. Und wir müssen dann natürlich gucken, dass wir die Schweinezucht dann langsam aber sicher auch zum Laufen bringen, sodass wir regelmäßig immer, ja, ich sage mal, alle 4 Monate Tierchen verkaufen können. So, dann schauen wir mal. 5629. Wir fahren zum Schweinehof bzw. zum Schweinestall. Und werden das jetzt mal abkippen und schauen mal da nach dem Rechten. Und als kleines Nebenprodukt haben wir natürlich den Mist. Und den können wir wieder in unsere BGA werfen, was uns auch wieder Strom und Geld bringt. Ja, wir müssen doch langsam schauen, dass wir hier langs in einen Kreislauf kommen. In einen Kreislauf der Wirtschaft, der uns dann eben auch entsprechend Profit bringt. So, schauen wir mal. Ja, natürlich, klar, 8 Tierchen bringen jetzt hier nicht das Große, aber wir können auf jeden Fall froh sein, dass das funktioniert hat. Das müsste aber auch, glaube ich, dieselbe Mistplatte sein, die wir am Kuhstall haben. Okay, also das funktioniert soweit. Jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder hier vernünftig reinkommen. Das ist gar nicht so einfach, dadurch, dass das Tor hier auf der Seite ist. Sehr schön. So, wo kippen wir ab? Da müssen wir wieder aufpassen. Das wollte ich. Denn oben hat es Kollision. Und dann schauen wir mal ganz kurz noch bei den Tieren rein, ob soweit alles passt. Gesamteffektivität 39, Basisfutter 50, Getreide und Protein 20%. Also ich glaube, da ist genügend Material drin. Da könnten wir jetzt doch noch 16.000 das ein oder andere Tier nachkaufen. So, was haben wir denn drin? Deutsches Edelschwein. Dann nehmen wir doch, wie alt sind denn die? Die sind 10 Monate. Wenn wir hier reingehen, haben wir 6 Monate. Dann wären das genau diese 4 Monate. So, und wenn ich da 15 Stück kaufe, was kostet mich das? Weil dann haben wir immer den Teiler von 10, 8000, okay, kaufen. Sehr schön, auch nicht, jetzt sind wir wieder bei 7900, okay, alles klar, Freunde. Das soll es dann wieder für die Folge gewesen sein. Ich habe euch wieder mal abgeholt, was das Thema Late-Night-Farming angeht und vor allen Dingen unsere Ergebnisse vom Stream. Und in der Zwischenzeit habe ich ja noch mal ein kleines bisschen nachgearbeitet, sodass wir hier wunderbar vorwärts kommen und das Jahr auch schon wieder bald rum ist. Yo, also unsere Pläne gehen langsam auf und wir dürfen gespannt sein, wie sich das Ganze dann im nächsten Jahr entwickelt. Aber vor allen Dingen bin ich gespannt auf die große, große Verkaufsfolge, die wir dann auch mit Sicherheit bald haben werden, wenn wir alle unsere Produkte endlich zu Geld machen. Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und darf an dieser Stelle wie immer sagen, tschüss, ciao, cheerio, euer Baden Farmer.